Heute erkläre ich euch, wie ihr Eier perfekt ersetzen könnt. Ja, heute geht es eben um Eiersatz in diesem Video, in meinem ersten Video zur Vegan for Starters Reihe. Und da gibt es eben verschiedene Kategorien, sage ich jetzt mal. Und guckt auch auf jeden Fall unten mal in der Videobeschreibung nach, denn da habe ich einige Sachen verlinkt, so Infografiken und so, mit noch mehr Möglichkeiten, wie ihr Eier zum Beispiel in Rezepten ersetzen könnt. Und ich fange jetzt einfach mal an. Ja, als erstes geht es jetzt darum, ein Ei zu ersetzen, wenn das Ei dazu da sein soll, Sachen aufzulockern, zum Beispiel einen Pfannkuchen oder einen Kuchen. Da gibt es eben auch spezielles Eiersatzpulver, das gibt es zum Beispiel im Biomarkt, das heißt dann wirklich Eiersatz, oder von Orgrain das No Egg Pulver, was ich auch schon ausprobiert habe, was auch gut funktioniert. Oder eben zum Beispiel das Vollei von My Eye ist auch eine Möglichkeit, um eben Eier perfekt zu ersetzen. Natürlich gibt es auch einfachere Möglichkeiten, eben mit Sachen, die man immer zu Hause hat. Zum Beispiel, indem ihr 2 Esslöffel Mehl mit 1 Esslöffel Backpulver vermischt, dazu noch 2 Esslöffel Öl gebt und 2 Esslöffel Wasser und das Ganze dann schön aufschlagt. Das ergibt dann auch ein Ei. Wie zum Beispiel auch, indem ihr 2 Teelöffel Stärke mit 3 Teelöffeln Wasser vermischt. Dadurch könnt ihr eben ein Ei jeweils ersetzen, zum Beispiel in Pfannkuchenrezepten. Oft wird Ei zum Beispiel auch gebraucht, um Sachen zu binden. Vor allem, sage ich jetzt mal, bei Kartoffelpuffern oder in Kuchen und im Brot. Da könnt ihr zum Beispiel 2 Esslöffel Sojamehl mit 2 Esslöffeln Wasser mischen und könnt dadurch ein Ei ersetzen. Oder zum Beispiel einfach Apfelmus, ungefähr 3 Esslöffel in den Teig hineingeben. Das lockert das Ganze auf und bindet aber auch. Oder eine halbe bis eine ganze reife Banane ist zum Beispiel auch gut in Broten oder so. Die geben dann auch noch so ein bisschen süßes Aroma, was ich persönlich sehr lecker finde. Auch Leinsamen eignen sich wunderbar, um Eier zu ersetzen. Dazu mixt ihr einfach 3 Esslöffel Wasser mit einem Löffel gemahlenen Leinsamen oder mixt es eben mit fertigen, also mit festen Leinsamen im Mixer und dann könnt ihr diese Mischung als Eiersatz verwenden. Auch Chiasamen eignen sich, um Eier zu ersetzen und da mixt ihr einfach 1 Esslöffel Chiasamen mit 3 Esslöffeln Wasser. Ja, das waren jetzt so die Sachen in Rezepten, wenn ihr vegetarische Rezepte oder auch omnivore Rezepte habt, wie ihr dann die Eier ersetzen könnt. Jetzt geht es um spezielle Eigerichte, die ihr ganz einfach ersetzen könnt. Wenn ihr zum Beispiel Eischnee oder Baiser braucht, eignet sich wunderbar das No Egg von Orgrain mit Wasser gemischt oder auch das Eiweiß von My Eye. Und eben für Baiser mixt man das Ganze eben mit Puderzucker ein. Ihr könnt es auch einfach mal googeln und dann findet ihr auch ganz schnell die Rezepte. Für Eigelb eignet sich wunderbar The Veg. Das gibt es in veganen Shops. Das ist wirklich so eine gelbe Masse, mit der ihr Eigelb herstellen könnt und auch zum Beispiel für Mayonnaise oder so benutzen könnt. Oder auch von My Eye das Eigelb, das ich jetzt auch schon ausprobiert habe und finde ich auf jeden Fall ganz gut. Mayonnaise lässt sich auch ganz einfach vegan herstellen, denn in den meisten Mayonnaisen ist ja Ei drin, es sei denn, ihr kauft jetzt speziell eifrei, die sind aber auch sehr teuer. Zum Beispiel lässt sich das mit einem Sojadrink machen, in den ihr dann langsam Öl reintropfen lasst. Und im Endeffekt ist es total einfach, da kommt noch ein bisschen Essig zu, es wird gewürzt und da könnt ihr auf jeden Fall im Internet mal schauen, es gibt super viele Rezepte für vegane Mayonnaise. Etwas beziehungsweise sehr fettärmer ist da die Variante, das mit Seidentofu zu machen. Also ihr könnt mit den beiden Methoden wunderbar Mayonnaise machen. Am besten einfach mal googeln Seidentofu-Mayonnaise, vegane Mayonnaise und ihr findet tausende Rezepte dafür. Selbst Spiegelei könnt ihr vegan machen, wenn ihr denn darauf mal Lust habt und euch jetzt auf ethischen Gründen basierend für eine vegane Ernährung entschieden habt. Zum Beispiel wieder mit The Veg, das ist eben dieses vegane Eigelb und diese weiße Masse könnt ihr zum Beispiel aus Tofu machen. Oder ihr kauft euch von My Eye das Eiweiß und Eigelb, mit denen ihr auch wunderbar Spiegeleier formen könnt, was ich auch schon getan habe. Und das finde ich auf jeden Fall eine ganz gute Alternative, wenn man dann doch mal Lust auf sowas hat. Rührei ist super einfach vegan zu machen, nennt sich dann Rührtofu. Ihr nehmt einfach einen weichen Tofu, drückt den mit einer Gabel klein, bratet den an zusammen mit Kurkuma, das gibt einfach diese gelbe Farbe. Dann gebt ihr Petersilie, Pfeffer, Salz dazu und Kalanamak-Salz. Das ist die geheime Zutat für den eigenen Geschmack, denn Kalanamak-Salz ist schwarzes Salz aus Indien. Und das hat eben dieses schwefelige Aroma, soll auch noch ganz gut sein, wenn man Probleme mit der Schilddrüse hat, wie ich das gelesen habe. Und das solltet ihr auf jeden Fall zu Hause haben, wenn ihr diesen Eigeschmack in Gerichte reinbekommen wollt. Bei Mayonnaise zum Beispiel eignet sich das auch, dass man einfach so ein bisschen von diesem Kalanamak-Salz dazu gibt, um eben dieses
ja, diesen eigenen Geschmack dort reinzubekommen. Ei auf Brot geht natürlich auch. Ihr könnt dann zum Beispiel Avocado nehmen, zusammen mit diesem Kalanamak-Salz. Ich verlinke euch das auch unten in der Videobeschreibung. Oder zum Beispiel wieder mit einem veganen Spiegelei. Das ist auch eine Möglichkeit. Auch Eiersalat ist kein Problem und der schmeckt richtig gut. Den kann man mit Nudeln und so weiter machen. Ich verlinke euch einfach mal alles Mögliche, was ich jetzt hier genannt habe, unten in der Videobeschreibung, wenn euch das weiter interessiert. Ansonsten ist Google auch immer euer Freund, denn wenn ihr einfach mal eingebt, das vegetarische oder omnivore Gericht, zum Beispiel Eiersalat vegan, ihr findet ganz viele Rezepte. Einfach mal ausprobieren. Das Internet ist voll von veganen Rezepten und das ist wirklich eine tolle Sache. Ja, ich hoffe, ich habe euch jetzt die eine oder andere Inspiration gegeben, wie ihr Eier gut ersetzen könnt. In der Infobox findet ihr wieder Infografiken. Und ja, wenn ihr gar nicht wisst, worum es in dieser Vegan for Starters Reihe geht, dann schaut doch mal hier oben, da seht ihr mein letztes Video dazu, zu den Ankündigungen. Und hier drunter verlinke ich euch noch die ganze Playlist, wo ihr drauf zugreifen könnt, mit den ganzen Anfängertipps und so weiter. Hier drüben könnt ihr mich direkt abonnieren, sodass ihr kein Video mehr von mir verpasst oder mich auf meinen sozialen Netzwerken hier drunter verfolgen. Da seht ihr auch öfters mal Rezeptinspirationen, vor allem bei Instagram bin ich sehr aktiv. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!